Ja, Valentin, beim letzten Rennen hat es dann endlich geklappt. Von vornherein, du hast das Rennen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Was sagst du dazu? Ja, also es war ganz gut. Das gesamte Wochenende war ich eigentlich auch mit dem Farin Mega der Schnellste. War eigentlich auch ziemlich klar, dass ich in den Top 3 lande. Dass ich in den Top 3 lande. Und ja, das erste Rennen habe ich auch gewonnen, also am Samstag. Das zweite Rennen heute ist nicht so gut gelaufen. Da bin ich dann ein bisschen zurückgefallen. Ja, und dann beim dritten Rennen habe ich mir halt gedacht, hole ich ihn noch in der letzten Runde, habe ich den Tagessieg und dann, ja. Ja, bist du denn mit dem Wochenende dann zufrieden oder nervt dich das, dass du den einen Sieg gestern bzw. heute Morgen im ersten Rennen nicht holen konntest? Ja, also wenn Tagessieg ist, dann ist ja alles eigentlich gut, weil ich dann den ersten Platz habe sozusagen. Und da macht der dritte Platz mir nicht immer so viel aus. Gut, also du bist glücklich. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Aber ich glaube, der Farin, der kann sich auch glücklich schätzen, weil es ist eine sehr, sehr starke Klasse bei euch auch. Von daher freuen wir uns auf die nächsten Rennen und danke dir fürs Interview. Danke.